Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind ja passionierte Camper und suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, um irgendwie Essen zuzubereiten. Also wir kochen super gerne und ob irgendwie einen Grill anschmeißen, an einem Lagerfeuer was kochen, den Gaskocher anschmeißen, den Benzinkocher oder halt auch mal mit Holz kochen über einen kleinen Holzofen. Und dann sind wir auf Amazon auf ein ziemlich cooles Produkt gestoßen und ich packe euch unten in die Videobeschreibung den Link dazu. Wir bekommen kein Geld dafür, es sei denn, ihr kauft über den Link, dann kriegen wir eine kleine Provision. Aber ansonsten wollte ich euch nur das Produkt vorstellen und bin einfach super begeistert, weil wir es jetzt selbst schon eine längere Zeit nutzen. Genau, das hier ist der Kocher. Super leicht, super klein verpackt. Ihr braucht keine Gaskartusche wie bei einem Gaskocher oder keine Benzinflasche. Und könnt einfach auf das Holz zurückgreifen, was ihr gerade habt. Also wir haben jetzt hier schon zugeschnittenes Feuerholz, haben auch immer im Auto immer ein bisschen was dabei. Fragt irgendwie in der Nachbarschaft rum, nehmt euch was von zu Hause mit oder wenn ihr länger auf Reisen seid, dann fragt da irgendwen. Oder ihr geht natürlich in den Wald, nehmt ein bisschen feuchteres Holz, funktioniert genauso gut, raucht ein bisschen mehr, also die Klamotten könnten danach stinken. Aber von der Funktionsweise, wenn ihr richtig Bock habt, was zu essen oder Hunger habt, überhaupt gar kein Problem, könnt ihr euch auch ein paar trockene Äste aus dem Wald nehmen. Genau, ich packe das ganze Ding mal aus. Kommt auch in dieser kleinen netten Tasche und ihr habt dieses kleine System zum Stecken. Ich nehme euch mal die Einzelteile hier auseinander. Genau, ich habe noch gar nicht gesagt, das ist ein kleiner Holzkocher von der Marke Lixada. Ich würde sagen, es gibt auch einige weitere Hersteller, die ein ähnliches System bauen. Ob die genauso gut funktionieren, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Teil hier fantastisch funktioniert. Uns macht es persönlich auch mehr Spaß als mit dem Gaskocher. Es hat einfach was Rustikaleres, macht natürlich auch mehr Dreck. Das heißt, die Pfanne rußt und hier, wenn das alles benutzt ist, dann habt ihr vielleicht auch mal dreckige Finger. Aber ich denke, das ist in der ganzen Outdoor-Geschichte eigentlich auch scheißegal. Hier habt ihr eine kleine Platte, die ist eigentlich dafür gedacht, wenn ihr so ein, wie soll ich das nennen, festen Alkohol, so ein Anzünddingsi, benutzen wir nicht. Scheiße. Genauso wie dieses Mini-Grillrost. Ehrlich gesagt, benutzen wir auch nicht. Kommt auch weg. Wir benutzen nur die Hauptteile. Und das ist einmal das hier. Das Ding hier kommt in die Mitte. Quasi die Feuerschale, da wo die Hölzchen drin sitzen. Und am Ende kommt das Teil drauf. Ich hole mal kurz eine kleine Pfanne. Wenn das Ding nämlich an ist, dann kommt die Pfanne hier drauf und ihr könnt richtig geil was zubereiten. Das Coole ist, es zieht extrem geil Luft. Also das macht wirklich eine richtig, richtig geile Flamme und macht richtig Dampf. Also wenn ihr einen Steak scharf anbraten wollt, richtig, richtig genial. Und um euch das zu demonstrieren, mache ich das natürlich auch mal. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen Feuerholz vorgehackt, um das Ganze anzumachen. Wir haben jetzt einen kleinen Stein drunter gelegt, guckt irgendwie, dass es vernünftig trocken ist und ihr keinen Waldbrand verursacht. Aber da ist die Verantwortung in den Händen von euch. Da möchte ich, dass ihr selber aufpasst. Jetzt habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ihr nehmt hier so einen Anzündwürfel, packt den da rein, es kommt dann wieder rein, zündet es an und packt dann die kleinen trockenen Holzstückchen dazu. Aber wir würden ja nicht Outdoor sein, wenn wir nicht auch eine viel, viel coolere Methode haben. Wir nehmen hier habe ich so ein kleines Säckchen mit Abschnitten vom Schnitzen. Einfach so kleine Schnitzkrümelchen. Da machen wir ein bisschen was von rein. Quasi um der Flamme ein bisschen die Möglichkeit zu geben, groß zu werden. Und dann haben wir hier ein in Wachs getränktes Stückchen Holz. Und das brennt extrem. Davon schneiden wir uns ein, zwei kleine Stückchen ab. So, jetzt könnt ihr natürlich auch einen Feuerstahl benutzen. Den habe ich jetzt nicht. Wir machen es ganz konventionell mit dem Feuerzeug. So, und dann geht das alles auch ziemlich schnell. Und jetzt sollte das mit den Krümelchen vom Schnitzen auch gut funktionieren. Perfekt. Kommt jetzt hier rein. Wie gesagt, das rußt ein bisschen mehr. So, jetzt ist es da vernünftig drin und jetzt könnt ihr auch schon anfangen, eure trockenen Holzstückchen reinzuwerfen. Das heißt, ihr fangt mit ein bisschen was Kleinerem an,
So, und ihr seht, also das, ich weiß nicht, wie viele Leute es kennen, ne? Lagerfeuer anmachen, absolute Katastrophe. Man braucht so gefühlt, selbst mit dem Feuerzeug, eine Stunde. Und hier funktioniert einfach top. Also wirklich super, super easy. Müsst natürlich gucken, dass die Stückchen nicht zu lang sind. Das heißt, hier habt ihr beim Holzhacken echt ein bisschen mehr Arbeit, weil ihr es ein bisschen kleiner machen müsst. Aber ich finde es auch einfach super beruhigend, so kleine Stückchen zu haben. So, und dann kommen die nach und nach hier rein. So, und jetzt geben wir dem Ganzen mal 3 Minuten, machen mal einen kleinen Cut und dann gucken wir mal, was aus der Flamme so geworden ist. Ich habe jetzt noch mal 2, 3 Stückchen nachgeworfen und ihr seht, richtig, richtig geile Flamme. Packen noch mal ein Stückchen hinterher. So, gucken, dass es da vernünftig reinpasst. Und dann kann auch schon direkt die Pfanne, die wir hier vorbereitet haben, oben auf den Kochereimer oben drauf. Und dann würde ich vorschlagen, lassen wir die Pfanne mal kurz 2, 3 Minuten heiß werden. Ich gucke mal auch parallel auf die Uhr und dann messen wir mal die Temperatur, was wir tatsächlich an der Oberfläche von der Pfanne für eine Temperatur erreichen. Denn wenn wir was scharf anbraten wollen oder meinetwegen auch Nudeln kochen, dann muss es ja wirklich heiß werden. Und deshalb sehen wir uns gleich in 2, 3, vielleicht auch 4 Minuten wieder. Bis gleich. Ja, ist jetzt keine Minute vergangen. So, wir haben jetzt mal unser Temperaturmessgerät rausgeholt. Den könnt ihr mal gucken. So, wenn ich meine Hand jetzt habe, sind wir so bei 28, 29 Grad. Dürfte so ungefähr hinhauen. Ich habe auf jeden Fall kein Fieber, obwohl man das auch nicht an der Hand misst. Und jetzt machen wir mal hier. Ich komme mal rum. Haben wir mal hier in der Mitte von der Pfanne 270 Grad. Ich würde mal sagen, das ist eine Temperatur. Aber guck mal, jetzt wird es auch noch mal höher. Mit der kann man definitiv schon mal was machen. Man sieht auch, dass es schon so leicht anfängt zu kohlen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was man zu Hause auf dem Elektroherd schafft. Aber ja, ein Steak kriegt ihr damit auf jeden Fall angebraten. Wir warten auch noch mal 1, 2 Minuten und gucken mal, wie die Temperaturentwicklung dann ist. Vielleicht schaffen wir auch noch 1, 2 Grad mehr. Ich weiß gar nicht, so ein Beefer macht 700, 800 Grad oder so. Das werden wir damit nicht schaffen, aber zum scharf anbraten sollte es, denke ich, reichen. Wir warten noch mal 1, 2 Minuten. So, wir haben jetzt mal versucht, hier richtig Vollgas in der Pfanne zu geben. Und, oh, 340 Grad. 340 Grad schaffen wir. Optimal, um mal wirklich was richtig schön scharf anzubraten. Wenn ihr Wasser kochen wollt, dann braucht ihr natürlich nicht so viel. Und manchmal ist es ja auch gar nicht gewünscht, so eine hohe Temperatur zu haben. Da muss man halt mit dem Feuer ein bisschen mehr spielen. Ne? Einfach mal ein bisschen runterbrennen lassen. Oder eine wirklich schöne gusseiserne Pfanne nehmen, die die Temperaturen einfach noch besser verteilt. Hier auch Schmiedeeisen jetzt. Also da muss man einfach so ein kleines Gefühl für entwickeln. Aber das Geile ist, der Kocher kann was. Also wenn ihr Vollgas geben wollt, dann geht es. Und wenn ihr ein bisschen weniger wollt, dann müsst ihr halt die Flamme ein bisschen runterbrennen lassen. Das Ganze für 23 Euro oder sowas im Dreh. Also wirklich günstiger Spaß. Richtig geil zum Kochen. Ich kann es absolut nur empfehlen. Und schreibt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich finde es eine geniale Alternative zu Gas. Es ist letztendlich auch deutlich günstiger, als irgendwie viel mit Gas zu kochen, mit den kleinen Gaskartuschen. Und deshalb für uns ein echt geiles Ding. Ich wünsche euch viel Spaß beim draußen Kochen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.